Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Frau Grassinger, Exzellenz, sehr geehrter Herr Botschafter Mollholm, Herr Präsident Dr. Friedrich, liebe Damen und Herren des konsularischen Chors, sehr geehrte Abgeordnete, liebe Freunde Irlands, meine Damen und Herren. Für mich ist es heute wieder mal eine große Ehre, bei dieser Festveranstaltung dabei zu sein, bei diesem Festabend der irisch-bayerischen Begegnung. Und ich freue mich mit Ihnen, wenn wir heute die irische Musik genießen können. Viele Menschen in Bayern leben und lieben die Schönheit Irlands und sie lieben auch die Gastfreundschaft der Iren. Musik und Tanz von der grünen Insel sind Publikumsmagneten. Das zeigt schon der heutige Abend. Ich danke also den Künstlern, die uns heute den Zauber Irlands nahebringen. Sie sind wunderbare Botschafter der irischen Lebensart. Und Bayern und Irland sind seit langem eng miteinander verbunden. Der Schutzpatron der Franken ist bis heute der irische Glaubensbote Kilian, der vor etwa 1400 Jahren das Christentum nach Bayern gebracht hat. Die Iren sind in Bayern gern gesehene Gäste. Derzeit leben bei uns über 2300 Iren. Das ist ein großes Kompliment für uns hier in Bayern. Und unzählige Iren und Bayern haben Freundschaften geknüpft. Das beweisen unsere Städtepartnerschaften, die Schulpartnerschaften und die vielen Studenten, die sich jedes Jahr für ein Auslandssemester entscheiden. Zum Beispiel in München oder in Dublin. Wir in Bayern sind stolz auf diese enge Partnerschaft mit unseren irischen Freunden. Und ohne kulturellen Austausch, ohne Städtepartnerschaften und ohne gemeinsame Feiern gibt es kein lebendiges Europa. Und ich freue mich deshalb jedes Jahr über die lebensfrohe Parade zum St. Patrick's Day in München. Der Umzug gehört zu den Highlights im Festkalender der Landeshauptstadt. Und dieses Jahr erstrahlte sogar die Allianz Arena in ungewohntem Grün. Iren und Bayern feierten wieder gemeinsam ein rauschendes Fest. Das ist auch gelebtes Europa. Und so wächst Europa zusammen. Und sehr geehrter Herr Botschafter, ich freue mich sehr, Sie heute Abend in München zu begrüßen. Und wir haben gerade darüber gesprochen, in einem Föderalismus, wie das bei uns in Deutschland der Fall ist, mit 16 Ländern in Deutschland ist es eine Herausforderung für einen Botschafter, in allen diesen Ländern präsent zu sein. Aber mit Ihrem Besuch heute zeigen Sie, irisch-bayerische Partnerschaft in Europa ist Ihnen ein Herzensanliegen. Vielen Dank für Ihr Engagement in all der Zeit, in der Sie in Deutschland waren und in der Sie ganz besonders auch diese bayerisch-irischen Beziehungen gepflegt haben. 2013 ist ein besonderes Jahr für Irland und für die irisch-deutsche Freundschaft. Seit 40 Jahren ist Irland Teil der europäischen Familie. Und seit 30 Jahren stärkt das irisch-deutsche Kulturabkommen den Austausch von Studenten, Wissenschaftlern und Lehrern aus beiden Ländern. Und dieses doppelte Jubiläum bedeutet für uns, Irland ist ein verlässlicher Partner, und Irland ist ein enger Freund. Und Anfang des Jahres hat Irland zusammen mit Litauen und Griechenland das Ruder im Rat der Europäischen Union übernommen. Keine leichte Aufgabe in Zeiten, wie wir sie heute haben, in diesen Krisenzeiten. Umso mehr kann ich Irland zu seinem Programm gratulieren. Für Stabilität, Arbeitsplätze und Wachstum. Und das ist es, was wir in Europa benötigen. Das sind die entscheidenden Schwerpunkte für den Weg aus der Krise. Und die irische EU-Ratspräsidentschaft hat wichtige Akzente gesetzt. Und ich freue mich besonders über die unter irischem Vorsitz beschlossene Jugendgarantie. Nichts ist schlimmer, als wenn angesichts der hohen Jugendarbeitslosigkeit in einigen europäischen Ländern junge Menschen das Gefühl haben, wir werden nicht gebraucht. Wir haben keine Chance für einen guten Start ins Berufsleben. Mit der Jugendgarantie erhält jeder Jugendliche nach seinem Abschluss
oder bei Arbeitslosigkeit ein Angebot, eine Stelle, eine Weiterbildung oder einen Ausbildungsplatz. 6 Milliarden Euro aus dem Europäischen Sozialfonds sind für diese Initiative bereitgestellt. Perspektiven für die Jugend Europas, das ist die beste Investition in die Zukunft. Mit dem Europäischen Paket gegen Jugendarbeitslosigkeit setzen wir diesen Weg konsequent fort. Unsere duale Ausbildung ist ein Erfolgsmodell. Wir unterstützen junge Menschen bei der Arbeitssuche und außerhalb der Landesgrenzen. Europa muss für die Jugend ein Kontinent der Chancen sein. Stabilität, Arbeitsplätze und Wachstum, diese Ziele verfolgt Irland auch im eigenen Land mit ganz großem Engagement. Und die solide und konsequente Reformpolitik zeigt erfreuliche Ergebnisse. Und gerade erst hat die Troika bestätigt, Irland ist voll auf Kurs. Die Haushaltsziele für 2012 sind ohne Probleme erreicht worden. Und auch für dieses Jahr sind die Aussichten sehr gut. Am irischen Beispiel sehen die Menschen in anderen krisengeschüttelten Ländern mit gemeinsamer Anstrengung und der Bereitschaft zu Reformen ist der Wiederaufschwung möglich. Und sehr geehrter Herr Botschafter, meinen Glückwunsch zu diesem Erfolgsweg. Irland ist Vorbild in Europa. Und sehr geehrte Damen und Herren, Europa lebt durch seine Bürgerinnen und Bürger. Die Menschen, gerade unsere jungen Menschen, sind Europas Zukunft. Und für sie müssen wir uns politisch einsetzen. Für ihre Zukunft müssen wir uns stark machen. Und Europa ist nur stark, wenn Europas Bürgerinnen und Bürger hinter der europäischen Idee stehen, auch hinter unserer gemeinsamen Währung. Ich halte nichts von Alternativen. Darum bitte ich Sie als überzeugte Europäerin, lassen Sie uns gemeinsam Europa zu einem Europa der Bürgerinnen und Bürger machen. Engagieren wir uns für die großartige Idee Europa, damit auch unsere Kinder und Enkel in Frieden, Freiheit, Sicherheit und Wohlstand leben können. Ich wünsche uns nun allen einen inspirierenden irisch-bayerischen Abend und bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit.